Wenn Sie die vier Teilaufträge für Ihr Projekt fertiggestellt haben, das heißt, wenn Sie das Booklet, den Podcast sowie den Banner haben, weiter ist ja darin noch das Imagebild, hier ist auch sichtbar beim MP3 und auf der Titelseite beim Booklet, dann können Sie sich daran machen, die Landingpage zu veröffentlichen. Dieses wird dann etwa so ausschauen, nur ein Beispiel, Titel, dann Banner und ein bisschen Text und am Schluss ein Player, wo Sie sich das MP3 anhören können, sowie zwei Links auf das PDF sowie auf das MP3-File, dass sich die Leute das auch herunterladen können. Dafür habe ich mir den entsprechenden Text schon vorbereitet. Hier sehen Sie den Titel, welcher meine Landingpage haben wird, sowie den Lauftext, den ich da verwenden werde. Um die Landingpage zu erstellen, brauchen Sie einen Username und ein Passwort. Das finden Sie auf Moodle in diesem Forum hier, Projekt, Team und Thema wählen. Dort finden Sie auch Username und Passwort für den Ad-Server, welchen wir dann am Schluss des Videos brauchen werden, um den Banner zu verlinken. Gut, als erstes logge ich mich hier mal auf dem Magazin ein. Sie sehen, hier unten gibt es den Link Anmelden. Klicke da jetzt drauf, hole mir den Usernamen, Benutzernamen und das Passwort und melde mich an. Kann ich hier einen Artikel erstellen? Kopiere mir jetzt den Titel, den ich dafür brauche für meine Landingpage. Und es dauert einen Moment und tatsächlich wird hier unten automatisch der Link hergestellt, welcher Sie dann für Ihren QR-Tag verwenden können, den Sie im Booklet auf der letzten Seite haben sollten. Sie können diesen jetzt damit erstellen. Ich werde das jetzt nicht zeigen in dieser Anleitung, aber nur, dass Sie es wissen, hier finden Sie jetzt diesen Link. Den Flusstext oder den Lauftext kopiere ich mir ebenfalls jetzt. Kopieren und hier unten einfügen. Und schon haben wir die erste Version von unserer Landingpage. Ich kann hier auf Vorschau klicken. Es öffnet sich ein neues Fenster, ein neues Tab. Und Sie sehen Beispiel für Videoanleitung, der entsprechende Text. Das ist noch nicht kategorisiert. Darum der nächste Schritt. Hier auf der Seite können Sie eine oder mehrere Kategorien auswählen, die zu Ihrem Thema passen. Ich nehme jetzt mal Literatur und Schlagworte, auf Englisch Tags, können Sie hier unten noch eintragen. Beispiel wähle ich hier mal und Lorem Ipsum sowie, sagen wir da noch, Podcast. So. Hinzufügen und schon haben Sie drei Schlagwörter und eine Kategorie für Ihren Beitrag. Wieder auf Vorschau klicken und Sie sehen, tatsächlich werden hier unten die drei Schlagworte sowie die Kategorie angegeben. Als nächstes werden wir den Banner einfügen. Ich mache dafür hier Platz. Sie sehen da, den Cursor müssen Sie gerade an die richtige Stelle legen und dann bei Hochladen einfügen klicke ich auf dieses kleine Icon, wähle die Datei hier auf meinem Desktop aus, Full Banner, die wird gerade hochgeladen und hier unten kann ich noch das eine oder andere einstellen. Ich kopiere mir zum einen mal da diesen Titel noch einmal, gebe den hier beim Titel ein, gefällt mir ein bisschen besser. Hier unten mache ich keine URL, auch keine spezielle Ausrichtung, einfach oben in der Mitte und die vollständige Größe. Kann schon sagen, jetzt in Artikel einfügen und tatsächlich erscheint jetzt der Banner hier. Auch wieder Vorschau, schnell testen. Unten scrollen, Sie sehen, da ist jetzt dieser Banner. Wenn ich mit der Maus darüber fahre, sehen Sie, es ist kein Link, ist wirklich nur ein Bild, welches hier angezeigt wird. Dazu und gehe zum nächsten Schritt, das Booklet nämlich. Ich werde das hier auswählen und kopiere mir jetzt diesen Text, den brauche ich nämlich gleich nochmal. Gehe wieder auf Hochladen und einfügen.
wähle in diesem Fall jetzt natürlich das PDF aus mit dem Booklet. Das dauert jetzt eine Weile, um das hochzuladen. Ist auch das eine oder andere Bild darin. Je nach Geschwindigkeit Ihres Providers kann das auch wesentlich schneller gehen. Gleich haben wir es. Und wir haben es geschafft. Wir können wieder ein bisschen nach unten scrollen und hier sehen Sie wieder einen Titel. Da gebe ich jetzt diesen Text ein, den ich vorher kopiert habe, Booklet PDF, und hier unten Datei URL auswählen, dann wird dann dieser Text hier mit diesem Link, diesem hochgeladenen Dokument verlinkt. Ich klicke jetzt auf In Artikel einfügen und Sie sehen hier schon mal, es ist schon mal verlinkt, ich kann es noch nicht anklicken, mache gleich noch den Podcast auch wieder, diesen Text hier kopieren, auf Hochladen klicken, Dateien auswählen, dieses Mal das MP3-File wählen, wird wieder hochgeladen, Sie sehen es, da in diesem Fall geht es sogar noch ein bisschen schneller. Ist auch wieder erledigt, jetzt kann ich hier den Titel wieder ändern mit diesem Text, den ich vorhin kopiert habe, wieder die Datei-URL verwenden und letztes Mal in Artikel einfügen, anklicken. Sehen Sie hier, beide Texte sind verlinkt. Wenn ich jetzt auf Vorschau gehe, bekomme ich wieder Voransicht, wie das ausschauen könnte. Wenn ich jetzt aufs PDF drauf gehe, ich öffne es jetzt nicht, aber Sie sehen unten links ist jetzt der Link zu Ihrer PDF-Datei und hier der Link auf Ihre MP3-Datei. Diesen Link hier brauchen wir gerade, darum mache ich einen Rechtsklick. Linkadresse kopieren, schließe diese Vorschau wieder und füge jetzt bei Podcast Episode hier die Media URL ein. Einfügen, Sie können auf Verify klicken, dann sehen Sie gleich, jawohl, hat funktioniert. Und wir sind jetzt eigentlich mit diesem Beitrag fertig, darum klicke ich jetzt auf Veröffentlichen, hier diesen großen Knopf Veröffentlichen. Und kann jetzt hier auf Artikel ansehen gehen. Das wäre jetzt der fertige Beitrag. Hier unten der Player mit unserem MP3-Stück, der Link, der Banner, der Titel, ist alles da. Gut. Also im nächsten Schritt werden wir jetzt noch diesen Banner auf den Ad-Server platzieren. Wir wollen ja, dass unser Banner später hier im Moodle-Kurs erscheint, an dieser Stelle. Und das machen wir jetzt mit dem nächsten Schritt. Ich öffne da ein neues Tab, gehe wieder in meine Sammlung hier von Texten, Links und so weiter, kopiere mir den Link hier zum Ad-Server, füge den ein, kopiere mir den Username, gebe das Passwort ein. Wie gesagt, das finden Sie auf Moodle in diesem Forum, das ich am Anfang gezeigt habe. Hier Projekt, Team und Thema wählen. In der Beschreibung finden Sie das Passwort. Ich weiß das jetzt, gebe es schnell ein. Logge mich ein und gehe als nächstes hier auf Inventory, dann auf Banners. Und dann auf Add New Banner. Hier oben muss ich auswählen Link an External Banner. Dann wird die Seite neu geladen. Und jetzt gehe ich zurück auf unsere Landingpage. Und hier haben wir ja den Titel. Den kann ich mir gleich nochmal holen. Den brauche ich nämlich hier, um dem Ganzen einen Namen zu geben. Auch beim Alternativtext werde ich genau den gleichen Text wieder verwenden. Und kann ich auch schon mal eintragen, die Größe 468 x 60, das wäre die Bannergröße.
Jetzt brauche ich diesen Link zu diesem Banner. Dafür gehe ich auf die Landingpage und kopiere. Im Rechtsklick geht das bei Firefox. Grafikadresse kopieren. Kann ich hier diesen Link einfügen. Das ist der Banner. Und der Link, die Adresse, wo das hinzeigen soll, dieser Banner, also wenn man darauf klickt, wo soll man hinkommen, soll zur Landingpage kommen. Darum kopiere ich mir hier den Link gerade von dieser Landingpage und füge den ein. Damit sind wir fertig. Wir klicken auf Save Changes. Und Sie sehen, die Erfolgsmeldung erscheint, der Banner wurde hinzugefügt. Jetzt im nächsten Schritt klicken wir auf Beispiel für Videoanleitung. Dann öffnet sich nochmal dieses Fenster, wo man diesen Banner bearbeiten kann. Und wir müssen jetzt noch einen Schritt machen, hier nämlich die Linked Zones. Wo soll nämlich dieser Banner überall erscheinen? Bei unserem Ad-Server gibt es nur eine Möglichkeit, darum Select All funktioniert hier gerade, Save Changes. Und damit wäre diese Zone verlinkt. Wenn wir jetzt zurückgehen auf Moodle und diese Seite neu laden, dann wird zufällig jedes Mal ein anderer Banner angezeigt. Jetzt wird unser Banner angezeigt. Ich lade die Seite noch einmal neu. Kommt wieder der Beispielbanner. Lade nochmal neu. Kommt jetzt zufällig nochmal der Beispielbanner. Nochmal. Nochmal. Jetzt haben wir ein bisschen Pech gerade. Ich muss nochmal neu laden. Jetzt kommt wieder unser Beispiel. Und wenn ich mit der Maus darüber fahre, sehen Sie, das ist ein Link. Klicke da jetzt drauf. Et voilà, ein neues Tab öffnet sich und wir kommen auf unsere Landingpage. Das heißt, der Banner erfüllt seine Funktion. Interessierte Leute werden automatisch auf unsere Landingpage verwiesen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim Umsetzen und auch sonst weiterhin alles Gute.